Sekt und Party haben. Ja. Sie haben gekauft, sie haben verweilt, sie haben sich
in der Bühnenshow fotografiert, die haben sich vor das Bühnenprogramm gesetzt, die haben auf der Tribüne gesessen, haben sich lange die Bühnenshow von oben angeguckt. Also dieses Flair, was diese Veranstaltung ausmacht, das war so schnell wieder da. Die Aussteller waren begeistert, Menschen haben auch nicht nur probiert, die haben auch gekauft, das soll ja auch funktionieren. Die haben bei vielen Produkten nicht erst überlegt, oh, jetzt google ich nochmal, jetzt geh ich nochmal nach Hause, sondern sie haben sich einfach inspirieren lassen. Das schmeckt, das begrüße ich, das nehme ich mir mit. Das Glücksgefühl kaufe ich einfach. Und das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und hat uns gerade im letzten Jahr auch mal nochmal im Rückblick gesagt, auch für das Messeteam, für viele Veranstaltungen, die danach kamen, viel für Rückenwind gegeben. Und deswegen freuen wir uns, dass wir dieses Jahr wieder mit einer prall gefüllten Ostsee-Messe, die wir heute hier präsentieren können, was wir auf die Beine gestellt haben. Und wir, das ist natürlich das enge Team der Ostsee-Messe, obwohl auch jetzt schon als Projektleiterin nicht mehr im ersten Jahr. Letztes Jahr war es das erste Jahr als Projektleiterin, wenn sie in der Programme in den Ruhestand gegangen ist. Aber auch für ihn hat es einen Unterschied gemacht. Aber er hat es nicht gemacht. Vom WLAN, da, auch. I love you. Nein, ich werde. Ansonsten ist das sehr am Leder.
Das Ding für Frankreich.
Menschen, als ob man da gerade in der Pause macht, der eine Ernte und sich hinsetzt und ein schönes französisches Picknick einnimmt. Hier in diesem Bereich eine kleine Spitfläche mit einem hohen Spurbrot. Es ist ja nicht Boccia wie bei den Italienern, sondern Buhl. Vergleichbar, die Regeln sind ein bisschen anders, die Kugeln sehen anders aus. Aber im Süden von Frankreich kein Dorf, wo ich Buhl spielt. Und hier in dem Bereich natürlich, Sie sehen es schon an der Farbe, Rot, die Franzosen und die Liebe. Wir haben hier in dem Bereich einen angedeuteten Eingang für ein französisches Bistro mit einem großen Tisch, wo Lebensmittel und eine schöne Sitzgemeinschaft angedeutet wird, mit einem Toreingang, eine geöffnete Tür, Stühle, die dabei stehen. Dann haben wir rote Luftballons, den klassischen roten Schirm, den Sie sicher kennen von dieser Frankreich-Foto, welches in Schwarz-Weiß gehalten ist, nur mit dem Schirm, der rot aufgehalten wird. Und natürlich rote Luftballons, also alles, was mit Rot zu tun hat. Und hier oben in der Farbe von dem Grundhaus von Monet angedeutet, ein kleiner Garten in Berlin. Monets Garten, das ist ja auch für die Gartenliebhaber, die schon mal da waren, natürlich das Highlight schlechthin. Dann haben wir natürlich die Fassade. Unsere Touristin ist jetzt leider nicht da, weil wir morgen Valentinstag ist. Also die laufen jetzt Hochtouren auf und können nicht hier rumstehen mit uns. Haben wir natürlich unsere Wettbewerbe der Floristen. Hier in dem Bereich sind die Tischgestaltungen, was natürlich bei Frankreich und Tische und Essen und französische Küche natürlich naheliegend ist. Und hier in diesem Bereich haben wir wieder die Sträuße. Ich kann dieses Thema gar nicht sagen. Der Strauß sind olympische Grüße an Frankreich. Die Tische sind zu Gast in Frankreich. Zu Gast in Frankreich, die Tische, das ist ja so olympische Grüße. Also Olympiade, hier spannend, was die Floristen daraus machen werden. Und wir haben natürlich überall in der Bodenschau noch Akzente und kleine Highlights, die die Formate floral gestaltet. Wir haben also hier drei Kategorien, also drei Gruppen, die da in den Frühblühen stehen. Und wir haben andere Sachen noch, wo Sie dann, wenn Sie das wirklich durchlaufen, erkennen, wer hat die Floristin die Hände im Spiel gehabt. Also hier ist nochmal richtig was zu tun. So, ich hoffe, ich hatte jetzt alles. Fragen gibt es nicht? Nein? Dann würde ich mich zurückziehen. Zahlen kann ich jetzt nicht sagen. Die Zahlen waren in der Pressemappe ja schon da. So, ich sag mal, ich könnte zwar immer noch Emotionen rüberbringen, aber Presseleute wollen ja immer 50.000 von dem, 10.000 Kubikmeter Erde, aber das war ja schon immer. Was ich nochmal ganz interessant auf das Thema Häuser und Spiele, das wird ja ineinander spielen. Wir haben sehr viele Häuser in der Bodenschau drin. Ich kann gar nicht sagen, wo die Frau Heinemann sie jetzt untergebracht hat. Also man wird an vielen Stellen langlaufen können und über den Rosenmarkt streichen oder über den Lavendel, um einfach so zu sagen, oh, es wird Zeit. Der Einbau der Blumenschau beginnt nächste Woche, ab Donnerstag. Mittwoch fahren wir an Material rüber zu fahren. Es sind ungefähr 15 bis 18 Sattelzüge an Material, die wir da reinbringen. Und dann ist ab Freitag schon im Grundeinbau auch was zu sehen, falls der eine oder andere auch vorbeischauen will, wenn er mal in der Begleitung des Einbaus. Die Farbe in die Blumenschau kommt dann ab Sonntag. Der Samstag ist Geburtstag, ab Sonntag wird dann weiter durch Alpina gebaut, aber die Firma Grünfinger wird dann anfangen mit den Pflanzungen und auch die Touristin beginnt Sonntag und so dann fortlaufend bis zum Mittwoch. Also falls der eine oder andere vielleicht nochmal zum Aufbau kommen möchte oder das eine oder andere Foto oder vielleicht jemand auch begleiten möchte bei den Arbeiten, dann wäre das dann ab Sonntag wahrscheinlich mal reinzukommen. Also gerne mit uns abstimmen, ist auch gerne ansprechbar, wenn wir dann vor Ort haben. Ganz vielen Dank. Danke. Ja, also man sieht, es ist wirklich ein großes Team, was hinter diesen 1000 Quadratmeter Blumenschau steckt und ein ganz, ganz wichtiger Partner seit, ich glaube, schon über 20 Jahren auf der Ostseemesse. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Element und Partner ist das Stichwort. Wir freuen uns natürlich auch in diesem Jahr auf unseren Medienpartner, den KMV, der uns nicht nur als Medienpartner unterstützt, sondern auch vor Ort sein wird. Eigenen Stand, aber ich glaube, für viele Besucher auch
sind jetzt schon los, weil sich keiner mehr ans Telefon traut, weil ihr denkt, komm genau. Gleich, andere hier, dann geh du mal ran, geh du mal ran. Also. Ja, also, glaub, da hatte ich letztes Jahr mal Glück, weil die Kollegin tatsächlich, weil mein Telefon beim Aufbau so unter Beschlag genommen worden ist und sie zufällig ranging, ja, da hat sie leider ein bisschen Ja, aber das ist immer wirklich sehr, sehr schön, dass wir da auch die Gesichter mal sehen bekommen und auch die Besucher. Ansonsten mein Tipp nochmal am Donnerstag, unser Tanzteam. Finde ich auch immer eine ganz spannende Sache, weil am Mittwoch dann wirklich abends, wenn alle Messegäste die Halle verlassen haben, nochmal ein großes Parkett aufgebaut wird und am Donnerstag dann zum Tanztee eingeladen wird. Und ab 14 Uhr, glaube ich, genau, spielen dann die Ready Teddies mit Live-Musik und jeder und jede ist tatsächlich eingeladen mitzutanzen. Auch da haben wir schon die ersten Anrufe bekommen, die ersten Gruppen, die sich anmelden möchten, die schon Tische reservieren wollen. Aber das ist sehr, sehr offen gehalten und der Caterer serviert passend dazu dann auch Kuchen und Gläschen Sekt. Genau. Ja, aber das ist wirklich, wie gesagt, nur ein ganz, ganz kleiner Auszug aus unserem Programm. Den Fachmann haben wir dafür eigentlich direkt eingeladen, und zwar Herr Müller, der uns wirklich seit Jahren auch schon unterstützt bei der Programmplanung, bei der Umsetzung, wie gesagt, auch themenspezifisch sich da sehr anpasst, aber trotzdem auch das, was wir eben hatten, der Kern der Ostszene, die Tradition trotzdem beibehalten und trotzdem auch, haben wir immer wieder was Neues dabei. Aber bevor ich da zu viel vorwegnehme, übergebe ich gerne einmal das Wort an den Lieber. Ja, herzlichen Dank. Also wie gesagt, die Ostseemesse ist ja seit 5 Jahren dafür bekannt, dass sie insgesamt sehr gut ist. Und so schlägt sich das auch wieder im Programm, das hat sich bewährt im vergangenen Jahr. Alle möglichen Fragen gesagt. Also bevor ich das vielleicht noch ein bisschen ausführe, haben wir den Gastgeber mal, genau. Max Herr Zeiger, die hat schon mal ein Fail mit einer praktischen Thema Paris. Er wird während der Messe nicht direkt auf der Bühne präsent sein, am Anfang schon, nämlich am Samstag ist er bei Chatticor in Glashans dabei. Das ist ein Nachwuchsspieler, aber auch schon seit 2 Jahren. Und der hat schon dazu geführt, dass wieder 2 neue Kollegen, wir wissen alle, Chatticor sind meistens alles ältere Herren oder alte Männer so. Und die ist natürlich froh, wenn die Generation jung kommt und das wieder auffrischt. Das macht er. Bevor wir weiterreden, Max, gib uns nochmal schön was zu tun. Die Öffnungsreden kommen, wenn wir das Tanzstudio Argus da haben, die sich
dann mit der Mädels ganz hübsch inszeniert, mit einem Tänzchen zum Entree machen. Dann kommt die Begrüßung und dann werden wir ein bestimmtes Tanzprogramm liefern. Und im Anschluss für den ersten Tag haben wir, die meisten werden Sie vielleicht mittlerweile schon kennen, die guten Band. Das sind zwei Musiker, die an der Hochschule für Musik und Theater studiert haben seinerzeit. Sechs exzellente Musiker. Die haben so eine Mischung zwischen Pop und Rock und Schlager und sind nur zwei Leute, einmal ein Schlagzeug und der andere hat Keyboard. Aber sie machen das halt so lebendig und so für sich so eigentümlich, nicht eigenartig, sodass es wirklich eine gute Unterhaltung auch mit kabarettistischen Elementen hat. Also das ist schon sehr wichtig. Wir haben den Eröffnungstag und das macht die Sache dann natürlich auch sehr unterhaltsam. Das Programm ist immer die ganzen Tage so gegliedert, dass wir zwischen musikalischen Darbietungen über den Raum auch einbauen, dass Aussteller sich teilweise vorangemeldet, aber auch spontan melden können, um einen kleinen Zeitraum von einer halben Stunde, begleitet von dem Moderator, ihre Produkte oder ihr Anliegen nochmal kundtun können vor dem Publikum. Denn die Bühne ist ja nach wie vor der beliebte Ort, wo man mit Gastronomie bedient wird, aber auch wo man sich niederlassen kann und die gesamten Programme und die gesamten Informationen aufnehmen kann, um danach wieder loszuschießen und Geld auszugeben. Das ist der Hintergrund der Bühne. Und deswegen unterhalten wir uns so gut wie möglich. Also wie gesagt, der erste Tag, der zweite ist ja schon angesagt worden. Das ist dann der Donnerstag und da beginnen wir zunächst erstmal mit einem Duo. Es gibt eine Rostocker Band, die ist schon seit Jahren bekannt, Oldie Company. Und davon sind zwei der Herren, richtige Tanzmusiker auch zu DDR-Zeiten, also gestandene Männer, die machen das Duo Memory und die bringen Oldies zu Gehör. Und dann, wie gesagt, um 14 Uhr starten dann die Ready Teddies mit dem Tanzteam, den wir vor, für den Bühnen, aber vor 4-5 Jahren etwa das erste Mal versucht haben, auf Wunsch einiger Damen, älterer Damen, dass sie auch mal das Tanzbein schwingen wollten und nicht nur hören. Und es hat funktioniert. Es hat sich inzwischen zu einer entsprechenden Adresse entwickelt. Und da freuen wir uns auch, dass wir mit den Ready Teddies, mit den Nicola, den Petersen da auch das gut hinkriegen. Also auch eine schöne Mischung, Lager, charmant dargeboten, wo es also genau beliebt. Der Freitag haben wir dann Jack und Karl, das ist ein Duo, die machen auch Solos und auch ein bisschen Niederdeutsch, das ist ein paar Gültiges, ein paar Witze, Sorgen für Unterhaltung, natürlich der erste Chevy-Core, Blue von B, der Rostocker Chevy-Core wieder am Freitag zu hören. So, am Samstag dann beginnen wir also Tanzdarbietungen, sind immer dabei, wir haben ja gesagt, am ersten Tag Arthurs, an diesem Tag kommen wir an. Und es war so aus reifende Damen. Und die haben sich aber in ihrer Freizeit verschrieben, sie wollen einfach nicht aufgeben, sie wollen einziehen, sie wollen fröhlich sein und sie wollen, dass die Leute mitteilen und sehen das. Sie werden dann natürlich auch ein bisschen mit einem ziemlichen Tanz. Wie heißt der? Den Rücken hoch? Den Rücken hoch. Genau, den werden wir da bringen, den Kanzler oder andere. Und den haben wir ungefähr 40 Minuten, die werden auch beim Rücken aufzeigen, das Programm. Dann haben wir das Thema Paris aufgenommen, zwar alle kennen ja noch ein Rock-Off-Zeit-Programm. Dann haben wir das Thema Paris aufgenommen, zwar alle kennen ja noch die Liga. Corona kann er nicht umbringen, Corona kann er noch wieder zu neuen Taten hochschwingen. Das
sag Evelyn unter der Optimist. Also wie gesagt, das ist Danny Buller. Der Sonntag ist dann der Finaletag. Ich würde sagen, wir sind Klaas-Tag. Wir sind Klaas-Tag. Da haben wir dann auch den guten Kollegen dabei. Und dann bist du dann, wenn die Klaas nicht fertig ist, wieder die Punkte. Dann ist er faktisch Musik auf der Messe unterwegs. Unter anderem natürlich in der Blumenschau. Das bietet sich ja total an, dass er dann da initiiert und die Leute unterhält und dann das Ganze nochmal in der Farbkraft der Blumen und der Farbkraft der Musik hat. Also das ergibt es ja gar nicht mehr. Und dann ist das Finale des Tages damit auch wunderbar fündig. Dann haben wir auch hin und wieder mal nach vor Jahren, und zwar die Sportakrobaten des SV Baden-Württemberg. Die haben natürlich die Preise abgeräumt, das ist alles in der Regel. Und die werden dann eine Darbietung auch auf der Bühne und vor der Bühne vornehmen. Das ist dann also auch dann eine ganz andere, schlanke Anfrage an die Musik, sondern auch kein Tanz, sondern wirklich Sport am allerfeinsten. Die sind dort unsere Gäste. Und zum Schluss die Sidegirls, das ist eine Warnemünder Rock'n'Roll-Formation und dann machen die musikalisch das Finale. Ganz zum Schluss kommt dann die Blumenshow-Auswertung, ist das so? Bleibt das so? Ja, der Blumenwettbewerb, da gibt es Preise und Sie sehen schon, zwei Modenschauen sind noch dabei, das heißt immer die gleiche Anbieterin, ne? Presseteilnehmerin und die werden am Samstag und Sonntag in den Modenschau einbauen. Günstiger Preis wird das immer sehr im Regelfall. Und ich denke mal, so werden wir für alle Messeteilnehmer, ich muss klar sagen, es ist nicht ganz so einfach, weil es gibt auch Messeanbieter, die fühlen sich teilweise durch die Geräuschkulisse belästigt, die würden vielleicht gar keine Bühne nehmen. Sie vergessen dabei aber, dass wir uns schon genügend einen speziellen Punkt auszustrahlen. Aber die Halle hat einen Bogen, natürlich gehen Geräusche wieder, das ist logisch. Aber um Musik ist, lassen sie Lieder, bösen Menschen nicht keine Lieder. Ne? Also daher. Ich denke einfach, es ist auch wichtig, dass die Leute einen Punkt haben, an dem sie die Verweildauer erhöhen können für die Messe, um nochmal neu zu starten und dann nochmal richtig an die Anbieter ran. Vielleicht das eine oder andere, was sie zuerst nicht gekauft hat, sagen, ach, hol ich nochmal mal. Und Max macht das jetzt nicht. Also, vielen Dank, meine Damen und Herren. Wollen wir einmal Musik machen? Gerne. Ja, einmal. Mittlerweile, es sind auch andere Influencer hochgewachsen hier in dem Laden, um sie mal so zu nennen. Also es gibt den Gemüsespezialisten, es gibt den Fleischspezialisten und es macht einfach Spaß. Und wir kennen mittlerweile so viele, nicht nur meine ganzen Kolleginnen, die dann immer gucken, die hier auf dem Weg zur Arbeit. Was können wir denn, wann fahren wir, wann halten wir an? Und deswegen freut es uns umso mehr, wenn ihr mal weiter vielleicht auch hier nach vorne kommt, dass wir sie jetzt auch auf der Ostseemesse präsentieren können und wir auch den Besuchern der Ostseemesse immerhin jetzt über 40.000 und auch
viele aus dem Wohngebiet hier, aus den angrenzenden Wohngebieten, Ihnen auch noch mal zeigen können, dass es auch zusammengehört und vielleicht einen an den Neukunden aufbringen. Also vielen Dank, dass Sie hier sein können. Erzählen wir uns jetzt auf der Messe vorab. Ja, erstmal herzlich willkommen an alle. Ich bin ein bisschen aufgeregt, so viele. Was kommt denn alle auf die Messe? Ja, man hat eigentlich schon so gut über uns jetzt erzählt. Also, das ist unsere erste Messe, unsere erste Ostsee-Messe, die hier mitmachen, Frank Paul Fjodorf. Ne? Sie wollte uns letztes Jahr schon so weit haben, aber wir waren noch nicht so weit. Aber wir sind, okay, hat sie festgehalten und gesagt, los, Grünmarkt, wir müssen da unbedingt mit rein. Haben wir gesagt, ja klar, warum auch nicht? Weil der Markt war früher mal, wir waren mal ein Großverbrauchermarkt, also irgendwie Groß- oder Restaurants. Und durch Corona kam das dann, dass wir auch im Lockdown standen wir da und unsere Waren standen hier fest. Haben wir gesagt, was machen wir? Ja, kurzerhand, lass uns auf Facebook mal live gehen und versuchen, die Leute abzuholen, unsere Waren hier loszuwerden. Das war eigentlich das erste Ziel, nur unsere Waren, dass wir die an den Mann bringen und nicht anfangen, sag ich mal, 2, 3, 4 Wochen später, wie auch immer, alles zu entsorgen zu müssen. Das wäre zu schade gewesen. Ne? Weil hier steckt wirklich viel Herzblut hinter, Obst und Gemüse, das ist unser Leben. Ich bin jetzt seit 25 Jahren schon dabei hier und das wäre einfach zu schade gewesen, das alles über den Jordan zu kippen. Da haben wir uns gedacht, okay, machen wir einen Facebook-Aufruf. Leute waren alle zu Hause, Lockdown für alle und so kam das dann. Das war Freitagabend, ich habe hier noch eine Versammlung gehabt mit meinen Mitarbeitern, weil alle wollten wissen, wie geht es jetzt weiter. Da hatte ich dann gesagt, Leute, wir haben jetzt die Halle umgebaut, wir machen gleich im Anschluss noch ein Video und hoffen, dass wir morgen, sag ich mal, ein paar Privatkunden erreichen und unsere Waren so abverkaufen können. Ich sage, morgen kommt ihr noch alle zur Arbeit, aber Montag ist Kurzarbeit und es war ja wirklich so eine schwere Zeit. Wir hatten ja gar keine Umsätze, zumal wir auch aus dem Winter kamen. Wir sind ein sehr saisonaler Betrieb hier. Und ja, dann war das so, hat sich die Mitarbeiter gesagt, ihr bleibt dann Montag zu Hause. Wer kommt, ist erstmal wirklich freiwillig. Ich kann euren Lohn nicht bezahlen, weil ich habe keine Einnahmen. Wir standen wirklich ganz kurz dafür, das Licht auszumachen. Trotzdem haben sich unsere Mitarbeiter wirklich viele nach vorne gestellt und gesagt, ich komme trotzdem, ist egal. Ich stehe zum Unternehmen und also wirklich danke auch an meine Mannschaft. Ja, und dann haben wir im Anschluss das Video gemacht, haben wir eine Kiste Bier stehen gehabt, so Jungs, jetzt ist ein Bierchen, alle waren so traurig und auch happy vom Bier wieder, aber naja, und dann nächsten Tag das Video, Freitagabend gemacht, nächsten Tag, ich habe gar nicht erwartet, morgen um 6:30 kam ich hier an, der Parkplatz war hier voll, ich habe gesagt, was ist denn hier los? Ich kam rein, mein Bruder sagt, was hast du gemacht? Ich sag, wieso? Na, guck dir das mal an. Ich sag, Gott, ne, also wirklich, wir waren so überwältigt von den ganzen Kunden, Privatkunden, die uns da an dem Tag besucht haben, ne, und die haben uns hier leer gekauft. Ne, und dann haben wir uns gedacht, okay, so machen wir jetzt weiter. Ne. Nicht nur für Großverbraucher, wir öffnen den Markt jetzt für jeden. Und so kam das, dass der Gütermarkt sich dann wirklich in Corona-Zeiten entwickelt hat. Und ja, heute stehen wir so dafür, alle für Großverbraucher, aber auch für Privatkunden. Ja. Und ja, mit Facebook haben wir da angefangen damals. Ne, einmal, zwei, dreimal die Woche Videos gemacht, reingesetzt und ja, ich wollte das Ganze nochmal erweitern, aber ich bin nicht ganz vom Fach, deswegen habe ich den Tobi dazu geholt, der Pippelt, ne? Unser Medien, sag doch nochmal was. Also ich bin der Tobias Pippelt, ich bin fürs Marketing zuständig und darf seit Juli jetzt ein bisschen mit dem Güdig zusammen ein paar neue Projekte. Genau, und das macht er wirklich super. Also er hat uns jetzt auch auf Insta, YouTube, TikTok, ne, überall so mit draufgepackt und schreibt die Videos und so. Auch für die super Arbeit. Dankeschön. Ja, und sehen, dass wir halt mehr und mehr Leute erreichen, ne, weil, wie gesagt, wir sind für Großverbraucher zwar da, aber wir haben es gelernt, hier, sag ich mal, mit kleinen Löffeln zu essen, ja, und nicht mit der Kelle. Ja, und so ist auch unsere Philosophie, wir geben unsere Preise so weiter. Ja, also im Markt gibt es wirklich eine Vielfalt hier an Obst und Gemüse, also das ist unser Hauptfach sowieso. Und da versuchen wir wirklich auch bestmögliche Preise an die Kunden weiterzugeben. Nichtsdestotrotz, Obst und Gemüse reicht allerdings also für den Alltag nicht aus. Ja, man kann nicht nur Äpfel und Gurken essen, ganz Tag geht auch nicht. Man braucht auch noch ein Brötchen und eine Butter dazu und halt eine Wurst und Käse. Und dann haben wir das Sortiment erweitert und haben auch mal eine Fleischtheke bei uns mit reingenommen. Das ist eine Hellal-Fleischtheke, sprich, da gibt es
Also kein Schweinefleisch, es ist Halal oder auch Koscher, ne? Also für alle Religionen auch geeignet, haben aber auch natürlich, wenn man sich umdreht, Thüringer Spezialitäten oder auch Schweinefleisch auch hier im Laden, weil natürlich wir alle Kulturen mitbedienen. Ne? Das gehört bei uns mit dazu. Ne? Wir haben, ja, ich denke, ich habe jetzt alles gesagt. Genau das macht es aus. Ne? Und wirklich die Vielfalt und auch, dass es immer wieder Neuigkeiten auch bei euch gibt, muss man sagen. Wenn man jetzt schon wieder die ganzen Maschinen sieht, auch zum Ananas-Schälen, zum Entsaften. Ja, ja, ja. Immer wieder neue Sachen und die Leute genießen natürlich die Vielfalt, aber es ist auch nicht so, dass es langweilig wird. Also immer wieder Produkte dazukommen und gerade in den Lockdown-Zeiten, wo dann auch jeder Zweite sich nochmal wieder einen Grill gekauft hat, was ja auch für andere wieder gut war, dann, ne, dann wurde sich damit beschäftigt, was kann ich dann grillen, wie kann ich wieder neue Zutaten. Und das hat alles irgendwie ineinander gegriffen und deswegen werden sich auch viele freuen, euch auf der Messe zu sehen. Super, ja, wir sind auch wirklich, also wir freuen uns auch drauf. Ja. Ne, du hast auch schön organisiert, einen schönen Stand. Wir werden sehen. Lass uns doch schon die großen Plakate. Habibi kommt zu Güdel. Ja. Und in diesem Sinne auch eine erfolgreiche Ostseemesse. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Herr Güdig, sagen Sie doch noch mal ganz kurz, was erwarten Sie denn von Ihrer Teilnahme bei der Ostseemesse? Warum machen Sie damit? Sie sagen, es ist unsere erste Messe? Ja, also es ist unsere erste Ostseemesse. Wir waren schon mal auf der Gastromesse damals, ne, da haben wir halt die Gastronomie angesprochen. Aber jetzt sprechen wir auch die privaten Haushalte an mit unserem Markt. Ne? Und gut, wir machen zwar schon sehr viel Social Media, aber auch so drumherum versuchen wir Werbung zu machen. Aber uns war das jetzt auch einfach mal wichtig, regional vor Ort zu sein, auch mit vielen anderen Firmen, also Ausstellern, ja, und aber auch, sag ich mal, dass sie, ja, die Menschen aus der Region, dass wir die erreichen. Ne? Weil viele kennen uns noch gar nicht. Wenn man sagt, Güdigmarkt, dann heißt es immer so, was ist denn das? Kann ich da auch einkaufen? Ne? Gut, die Leute fragen mich, kann ich da auch eine Karte bezahlen? Das kommt nicht mehr. Aber, ne, aber ja, wir wollen uns da halt mit präsentieren. Ja. Okay. Weil Sie meinen, das ist noch nicht so bekannt, dass Sie einen Endverbrauchermarkt haben. Ja. Ja, wir sind ja seit 99, also bin ich hier im Geschäft mit drin und da, mein Vater war Anfang die Wende und da stand halt auf den Märkten, wir waren in Lichtenhagen auf dem Boulevard auf dem Markt oder samstags auf dem großen Parkplatz und hier waren wir nur ein kleiner Mieter, wo auch andere Händler waren, die anderen Händler haben dann bei meinem Vater mit eingekauft, so ging das mal im Großhandel los. Ich bin 99 dazu gestoßen. Mein Tagesablauf war so, ich bin um 5 Uhr zur Arbeit gekommen, um 10 Uhr war hier schon wieder Feierabend. Dann kam die Ware aus Hamburg, die Ware wurde verkauft an die Händler. So, die Händler waren weg, ich habe erstmal aufgeräumt, Rechnung geschrieben, alles zugemacht und abends um 18 Uhr wieder hergekommen, weil die Händler vom Markt zurückkamen. Und so war das eigentlich unser Ablauf immer. Dann hatte ich 99, ja, wie ich angefangen habe, die ersten Kontakte zur Gastronomie, angefangen mit dem Lieferservice. Ja, in den Restaurants halt, Hotels und überall, wo man braucht. War auch damals gar nicht so einfach, Fuß zu fassen. Kleine Geschichte nebenbei, mein erster Kunde, Bonsai-Restaurant in Wirkung, den hatte ich da drüben dann angesprochen, weil nebenan war ein Gastroversorger. Den hatte ich angesprochen, ich sage, Mensch, Chef, sag ich, kann ich dir Obst und Gemüse verkaufen? Er sagt, ja. Hast du denn Lollo Rosso da? Ich sage, nee, Eisbergsalat. Ich wusste gar nicht, was Lollo Rosso ist zu dem Zeitpunkt, ich war ja auch noch ganz neu. Sagst du, hast du Bionda da? Ich sage, nee, Eisbergsalat. Also was hast du denn da, sagt er? Tomaten, Gurken, Eisbergsalat. So ging das mal los. Also ich bin auch mit den Kunden mit aufgewachsen und habe überhaupt gelernt, was es alles gibt. Und so hat sich das damals hier mitentwickelt. Ne? Ja, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ich habe den Faden verloren. Also so haben wir hier... Im Endverbrauchermarkt, mehr in den Vordergrund. Genau, genau. Also wir waren zwar immer präsent draußen, unsere Fahrzeuge sind auch immer groß mit unserem Namen beschriftet. Anfangsfahrzeuge waren auch noch mit Rot extra, weil Signalfarbe fällt ja auf. Ne, und ich finde, wir haben ein, ja, ich sage immer, wie Müller nur auf Türkisch, ne, der Name Güdük. So. Und dann mit den Ü-Punkten ist auch ein bisschen lustig, kommt auch immer lustig an. Und das erste Fahrzeug war wirklich in Rot mit Güdük. Und wenn die Leute das gesehen haben, die haben sich umgesehen, dann hat man immer so ein kleines Lächeln gesehen. Und das fand ich gut. Ne? Also man muss immer, soll ich sagen, muss auch gut rüberkommen, muss auch Spaß machen, das Ganze. Ne? Und so hatten wir mal angefangen für die Gastronomie, so sind wir halt groß geworden. Und daher kannte man uns ja auch schon irgendwo. Wissen Leute, den Namen hat man immer wieder gesehen, Güdük, Güdük, Güdük. Man hat es mit Obst und Gemüse verbunden, ne? Und dann in Corona-Zeiten, wie gesagt, entstand hier dieser Markt. Und dann war es immer noch die Frage, oder auch heute noch,
Büdük, was ist das eigentlich? Art Obst, Gemüse, Großhändler. Ja, und ja, das haben wir auch gut hingekriegt, denke ich mal, mittlerweile. Die Kunden verstehen es jetzt, oder also viele Kunden, viel mehr Leute verstehen es jetzt, dass der Markt auch für jeden hier offen ist. Ja, und wir nicht nur Obst und Gemüse haben, sondern wirklich versuchen, von A bis Z den täglichen Bedarf mit anzubieten. Und ich habe heute Morgen auch schon die Sätze gehört. Mensch, warst du hier schon mal? Und, ne, ich gucke hier gerade mal hoch. Wir waren hier noch nie. Hatten schon mal zwei neue Kunden. Ja. Also, das ist genau der Ansatz. Ja? Ja. Vielen Dank. Weitere Fragen? Der Laden ist heute auch auf. Ja, wenn ihr noch einkaufen möchtet, ne? Ja. Und greifen Sie auch zu, was auf den Tischen steht. Was du hier ruhig mal. Ja, ich habe noch abschließend ein Thema. Und zwar gibt es bei unserer Ausstellmesse nicht nur ganz große Aussteller wie den Bühnenmarkt, sondern tatsächlich auch ganz, ganz kleine Aussteller, die wir vor allen Dingen bei uns beim Kunsthandwerkermarkt finden. Alles gut. Hier später? Okay. Oder auch bei unserer Kiko- und Küppenfläche. Die haben wir ja letztes Jahr tatsächlich das allererste Mal umgesetzt. Das ist eine Fläche, auf der es darum geht, regionale Produkte, regionale kleinere Manufakturen und Unternehmen vorzustellen. Und eins davon haben wir auch einmal mitgebracht. Und zwar ist das Natural Nordic Care. Die sind dieses Jahr das erste Mal bei uns auf der Ostsee-Messe. Und die kommen aus Hamburg. Die sind heute leider nicht da. Und ich mache das mal kurz mit uns beiden. Und zwar ist es ein Produkt zur Lederpflege. Und die Familie hat sich dem verschrieben, dass sie gerne ihr Leder mit ganz natürlichen Produkten pflegen wollen, also ohne chemische Zusatzstoffe. Und hinter diesem modernen Design versteckt sich dann auch eine ganz, ganz große Geschichte mit ganz viel Herzblut, denn sie haben ganz, ganz lange nach einem Unternehmen gesucht, was ihren Ansprüchen gerecht wird und sind danach auch fündig geworden in Dänemark, in einer ganz kleinen familiengeführten Manufaktur, mit denen sie jetzt bis heute zusammenarbeiten. Alle Infos dazu finden Sie auch in der Pressemappe auf der allerletzten Seite oder sonst auch am Ende persönlich auf der Ostsee-Messe gerne, wo es ganz viele von diesen sehr persönlichen und ich glaube auch emotionalen Geschichten zu finden. Genau. Regional wird es auch noch einen Gemeinschaftsstand geben, wie der vom Agrarmarketing Mecklenburg-Vorpommern, wo es dann wirklich um ganz regionale Produkte aus MV geht. Da haben wir uns was einfallen lassen, und zwar beim nächsten Pressefrühstück, der in Rostock GmbH in der Stadthalle kam. Am 20. haben wir das Thema nochmal mit zum Pressefrühstück genommen, mit verschiedensten Teilnehmern von diesem Gemeinschaftsstand haben wir dort eingeladen, lassen sich überraschen, notieren sich das vielleicht schon mal den 20. um 10 Uhr in der Stadthalle, und da werden wir Sie dann auch nochmal mit Produkten aus MV verwöhnen und auch nochmal die eine andere interessante Geschichte präsentieren. Ja, dann sind wir durch. Sie können gerne individuell an unsere Gäste Fragen stellen, Fotos machen. Zum Abschluss. Du noch mal? Ich bin. Und ihr schubst mal die Leute zusammen. Die sofort wieder zurück. Ja? Ja, da oben auf dem Ausknopf.